So, gehen wir zum Subway-Döner. Das war bei Holle. So, packen wir an Subway-Döner. Mal gucken, was ich mir darunter vorstellen kann. Moin, ihr Lieben. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute wird Subway-Döner getestet. Es ist wirklich, ich war schon da, sage ich euch ehrlich. Ich möchte ihn euch zeigen, wie der Name schon sagt, Dönerfleisch auf ein Subway-Sandwich. Originales Subway-Sandwich. Idee? Wild? Was sagt ihr? Die Idee finde ich gut. Weil ganz ehrlich, da ist ja auch Chicken und so drauf. Mit Dönerfleisch kann ich es mir geil vorstellen. Aber dann auch mit so. Also echt, die Idee dahinter? Geil. Schauen wir mal, ob es auch lecker ist. Dann könnt ihr da, wenn ihr da seid, belegen, euch wie bei der Theke bei Subway aussuchen. Hier, ich nehme den Salat, den Salat. Ist wirklich auch so aufgebaut. Hier noch Jalapenos drauf, Soßen, blablablub. Mich würde interessieren, was ihr in den Kommentaren zu diesem Subway-Döner sagt und auch eure Empfehlung auch zu speziellen Sachen, wie Subway-Döner, irgendwie Käse-Döner, irgendwas. Auch so eine Sache habe ich selten in den Kommentaren gesehen. Alles rein und weil ihr es seid. Aber wirklich nur, weil ihr es seid, werde ich auch diesen Döner in die Deutschland-Bewertung mit aufnehmen. Aktuell Tonbull-Döner, Platz 1, zack, blend. Was, Tonbull? Stimmt, aber noch. Was, Keulül ist auch noch. Digga, wo war Holle bitte? Tschüss. Wir ein und wir gucken mal, was der hier so abreißt. Ja, dann geht's jetzt ab nach Hamburg. Ah, das ist Hamburg? Was? Hamburg! Ich liebe Hamburg. Oh mein Gott. Der Hauptbahnhof. Oh mein Gott, Digga, das Saturn. Oh Leute, ich war so lange nicht mehr in Hamburg, ne? Ich war seit über 2,5 Monaten nicht mehr in Hamburg. Oh mein Gott, ich vermisse es so sehr. Ich sag's dir, bei mir, ich hab mich gerade voll gepitt, Alter, das läuft da über die scheiß Toilette. Jetzt ist alles auf den Boden gespritzt. Bei mir hier auf die Beine auf, jetzt muss ich meine Beine erstmal sauber machen. Natürlich, ey. Bei dir auch, ne? Naja, der. Alter, tolle deine Kooperation mit dem Penner, oder was? Was geht da? Für alle, die den auch testen wollen, Wandsbecker Chaussee Ausgang und dann ist hier eine Ecke. Das ist der Subway Döner. Was gibt's hier? Spicy Chicken Saffi? Das ist gar kein Subway. What the fuck? Das ist einfach so ein, wie nennt man das? Das ist kein Subway, das ist einfach irgend so ein Dönermann, der einfach Subway geklaut hat. What? Genau, also so sieht das Ganze aus. So sieht die Werbetafel aus. Mal gucken, wie die Realität gleich aussieht. Ja, einfach wilder Scam hier, Alter. Ah, ich weiß, wo das ist. Das ist gegenüber von Wandsbecker. Ah, Leute, dieser Döner, da war ich schon mal. Der hat heftige Soßen. Also wirklich seine Soßen, ne? Ich weiß nicht, welche Experimente der im Keller da macht. Seine Soßen bei diesem Dönerladen sind geisteskrank. Der Döner ist so okay, aber die Soßen, die holen wirklich alles raus. Oh, die sind so heftig. Der hat so viele geile Soßen, ne? Wenn das aber noch derselbe Laden ist. Vielleicht ist der Besitzer gewechselt oder so. Weil das solche kenne ich noch nicht. Moin Chef, grüß dich. Sag mal ganz kurz, wie war die Idee? Wie kamst du auf diese Idee mit dem Subway? Oder ist der einzige, ne? Ja. Und das Brot, frage ich mich. Digga, Subway könnte den einfach so fett verklagen, den Typen, ne? Holst du uns bei Subway oder machst du das selber? Machst du selber. Ja. Das Brot ist ja so gelohnt, ja. Ich wette, da kaufst du das Brot so dick eng über Subway. Obwohl, es eigentlich schwer. Das Brot gibt's überall im Supermarkt. Aber das glaube ich ihm nicht. Heftig. Sag ich dir so, ja, wie es ist. Danke. Ich zeig mal eben. Subway gönnt dem. Korrekt. Ich nehme ganz normal mit Kalbfleisch und Belag, so wie ich auch bei Subway machen würde. Ich bin gespannt. Also hier könnt. Oder hat einfach 1:1 Subway gemacht, Digga. Der Typ hat einfach die Geschäftsideen übernommen. Geschäftsideen. Da war ich ja ein Businessmann. Nee, aber krass. Könnt ihr alles aussuchen, ne? Es ist quasi wie bei Subway. Ihr habt ganz viele Sorten hier an Soßen. Okay, was wollt ihr mit Knusprigfleisch haben? Digga, halt echt, ne? Der Dönerspieß ist einfach ein Subway. Knusprig, ja, bitte knusprig. Alles klar. Salat nehme ich bitte. Ich nehme alles drauf. Aber nee, keine Tomaten. Ja. Und wichtig, keine Tomaten. Holle und ich sind wirklich so. Wir waren High Five. Also wirklich, keine Tomaten gefällt mir. Sonst nehme ich alles. Ja, mein Bester. Kannst du das probieren. Perfekt. Ich finde die Idee, muss ich euch sagen, finde ich heftig. Und werde das gleich nochmal essen. Mit meiner Favorite-Variante halt. Dann werde ich euch mal sagen, was Phase ist. Soße, was empfiehlst du? Cocktail von Loch scharf. Es ist halt echt einfach ein Subway. Ich glaub's gerade nicht, ne? Es ist halt wirklich einfach ein Subway. Aber es ist ein Dönerladen. Digga, Bruder, der Typ ist einfach Geschäft. Der ist einfach schlau. Ne, aber ich arbeite mir ernsthaft, ne? Ich glaube schon, dass. Also, Subway. Ich weiß nicht, ob Subway ihn verklagen könnte, weil an sich. Ist ja nicht. Also, das Konzept ist halt dasselbe, aber dafür kann man ja keinen verklagen. Dann nehmen wir mal Cocktail und scharf. Weiß doch gut aus. Der hat sogar dieselbe. Der hat sogar denselben Ofen wie Subway. Oh mein Gott, das ist gut. Es sieht halt auch Hammer aus, ne? Also so, dann auch Käse drüber. Ey, Digga, der Typ hat mich. Der Typ hätte mich. Also wirklich, der hätte mich einfach. Ey, wenn ich in Hamburg bin, würde ich den auch probieren. Ey, Digga, der Typ ist so gut, Leute. Er ist viel zu gut. Guck dir das an. Er hat doch diesen Ofen. Kennt ihr das bei Subway? Das ist auch dieser Ofen, wo die nochmal kurz warm machen, den Käse und das Brot. Typ, ne, man muss echt sagen, darauf kam. Ihr habt ja recht, da kam keiner früher drauf. Der, in diesem Laden, da sehe ich mein Post schon. Ey, wirklich Hammer, Typ. Ja, danke. Bis gleich. Ciao. Ja, so mal für euch. Also ich finde von der Optik, es sieht wirklich haargenau aus wie Sub. Von den Soßen, vom Feeling, das alles, alles auszuwählen. Und ja, auch ich würde mal selbst sagen, von den Zutaten, ist wirklich ähnlich wie bei Subway. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob der auch schmeckt. Ich stehe jetzt Breitbeine hier, voll auf Western-Style.
Boah, das hat sich geil angehört. Oh, der Biss hat sich auch gut angehört. Oh, auch guter Biss. Oh, ja. Boah, Holle lässt sich erstmal komplett Zeit, finde ich gut. Genieß ihn erstmal. Ich sage euch ehrlich, bei mir kreisen sich die Gedanken. Ist schwer, das Ganze jetzt auf den Punkt zu bringen. Vielleicht ist da vorne irgendwie besseres Licht. Die muss man, ich kann hier vorne rüber gucken, mal eben schauen. Was? What the fuck? Ich wurde einfach angebläht, Alter. Ich wurde gerade einfach angebläht. Ich riech das bis hier, Holle, Alter. Nee, ich muss doch hier filmen. Fakt ist, dieses Brot ist heftig. Es ist genauso wie bei Subway. Ich finde diese Idee krass. Ich habe diesen Sub, ich sag jetzt mal Sub einfach, weil für mich ist es mehr Sub als Döner. Habe ich bei Wer will Beef schon gegessen und ich habe denen da 7 von 10 Punkten gegeben. Und ich möchte diese Meinung abändern, weil ich gebe ihnen doch eine 8 von 10. Für mich ist es kein Döner. Ich bewerte es trotzdem mit rein, weil ich es gesagt habe, weil irgendwo ist das Dönerfleisch drin, hat es einen Hauch von Döner. Aber ich gebe ihnen 8 von 10, weil das fair ist. Ich finde, jeder, der irgendwie hier in der Umgebung wohnt, lohnt sich, wenn man Döner gerne mag, mal diesen Sub zu testen, weil das diesen Döner-Feeling hat, weil es einfach lecker ist. Es ist original wie bei Subway mit diesen Soßen mit den Jalapenos drin, Mais, zwischendrin Käse. Es schmeckt einfach wie bei Saab mit Dönerfleisch drin. Es hört sich auch einfach nice an, ne? Es hört sich an wie ein Baguette mit Dönerfleisch und halt dieses Subway-Feeling von diesem ganzen Käse und Barbar. Ich meine, ganz ehrlich, was willst du falsch machen bei einem knackigen, leckeren Brot plus halt Dönerfleisch und geile Soßen? So, weißt du, natürlich ist das nicht schlecht. Also, wer hätte das verkackt, wäre schon hart. Ich finde die Idee so krass, die will ich würdigen. Das Einzige, was mich stört, ist Fleischqualität. Ich unterscheide zwischen guter und schlechter Fleischqualität. Bei dieser Fleischqualität, finde ich, hat man gesehen, es war nicht die beste vom Äußeren. Man kann das ja immer schon ausmachen. Aber ich fand es auch schön aus, aber anscheinend war es ja nicht so krass. Fleischschichten, Fleischlappen, auch Hackfleischspieß kann gute und schlechte Qualität haben. Kam mir nicht so perfekt vor. Aber es gibt dennoch schlechte Fleischqualität, die gut schmecken und welche, die schlecht schmecken. Genauso wie es gute Fleischqualität gibt, wo es trotzdem scheiße schmecken kann, aber gut schmecken kann. Und das ist die Hauptsache. Und so im Gesamtkonzept gebe ich den 8 von 10, weil die Idee geil ist. Weil also 8 von 10, komplett letzter Platz, aber ist ja nicht schlimm, 8 von 10. Ich muss sagen, Holle beschreibt es schon sehr gut. Jetzt kommt nämlich noch so ein 2-Minuten-Talk. Weil es einfach geil schmeckt. Ja, und jetzt kommt noch so ein 2-Minuten-Talk mit dem Besitzer. Ich sag mal so, die Idee ist ja geil. Weißt du, so die Idee ist ja mega, mega nice, einfach einen Subway-Döner zu machen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Hätte man noch vorher drüber nachdenken können, ne? So ein Subway. Dass Subway selber darauf nicht gekommen ist, ne? Aber, egal, ich hoffe, der Typ wird nicht festgenommen, ne? Ey, die Möglichkeit ist ja da, dass er so richtig festgenommen wird, weil er einfach ein fucking Subway-Döner sich reinknallt. Die Idee ist aber super und ich hätte echt Bock, das auch selber mal auszuholen. Aber falls ihr in Hamburg bin, gehe ich auch persönlich mal dahin. Aber vielleicht mal gucken, morgen im Talkstream machen wir das wahrscheinlich dann. Aber einfach lustig, ne? Haut er einfach einen Subway-Döner raus. Der ist ihm gegönnt, ne? Hoffentlich macht der Besitzer ordentlich Cash. Cash, Holle. Nice Video. Ich küsse dich. Vielen lieben Dank. Ich zeig nochmal natürlich deinen leckeren Kanal. Moment, den haben wir doch mal hier. Holle 21614. Dankeschön, Holle, für das Video. War sehr nice.